Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Wir sind hier gerade am Ernten, ne? Und pflanzen am besten gleich Zwiebeln an, damit ja, wir morgen wieder 17.000 kriegen. Wäre auf jeden Fall cool. Schauen wir mal, wie viel uns dann der Raps gleich bringt. Aber ich vermute mal nicht ganz 17.000. Habe ich so die ganz blöde Vermutung, dass es nicht ganz so viel Geld bringt. Okay. Obwohl ich mir auch einen Teil von den Zwiebeln ja aufgehoben habe und den Raps werde ich komplett verkaufen, weil ich ja schon Raps bei mir im Garten daheim angepflanzt habe und ein bisschen was da habe. Okay, Kürbis ist der King, wenn es um Credits geht. Okay. So. Dann mal nach hinten. Oh, da ist, glaube ich, so eine Glockenblume. Ja. Ein Pixar-Begleitball. Als verkaufen wir erstmal bei einem guten Goofy. Ich will ihn dann Daumen Luigi nennen. Ich weiß nicht, was in meinem Kopf gerade immer falsch läuft. So. 50. 10.000. Und 14.000. Ja, nicht ganz. So, Zwiebeln. Ich bräuchte mal kurz 72 Zwiebeln sammeln. Macht auch das Geschäft seines Lebens. So. Walte Tapferkeit. Wir haben wieder 5000 Points, wenn wir uns jetzt noch was kaufen wollen. Okay, dann pflanzen wir mal an. Wir werden safe irgendwas essen müssen in der Zwischenzeit, be bevor wir da fertig sind, weil das ja das große Feld ist. Aber vielleicht steigt unser Kind da, was wir da mal mitschleppen, auf. Wer weiß. Aber ich finde, wir haben heute voll viel geschafft. Ich meine, wir haben heute angefangen, da hatten wir noch nicht mal den Strand ganz freigeschaltet. Da haben wir erstmal diese Kugel des Mutes da geholt. Und dann haben wir lauter Charaktere heute geholt. Und wir haben eben den kompletten Wald der Tapferkeit gemacht. Und wir sind jetzt halt eigentlich so weit, dass wir dann in den Wald des Vertrauens gehen können. Ja. Ich finde tatsächlich, wir waren heute recht gut dabei und wir haben vor allem diese ganzen Nebenwelten gemacht. Wir haben Remy geholt, wir haben jetzt Vaiana und Maui geholt. Vor natürlich Remy. Also wir waren heute schon nicht unproduktiv, würde ich einfach mal sagen. So. Hochladen werde ich, glaube ich, heute nicht mehr, weil es würde mir zu lang dauern. Das heißt, ich mache jetzt dann Stream fertig und hochgeladen auf YouTube wird dann morgen erst. Aber das ist eh egal, weil die Folgen eh erst im Februar kommen, weil wir eventuell auf die letzten 2 Tage allein schon 29 Folgen aufgenommen haben und heute jetzt, also jetzt hat dann noch mal, wie viele Folgen werden das jetzt dann werden? So 5 bis 7. Und dann haben wir auf jeden Fall bis Mitte Februar Folgen. Ich möchte, dass ich jetzt hier mehr Folgen habe als bei Sandrock, dass ich wirklich so Luft habe eben. Müssten wir dann auch demnächst Portia weiterspielen. Und eben Trials of Mana. Also meiner Lieblingsspiele. Kommen jetzt dann wieder unser Trials of Mana Marathon, in dem wir 19 Stunden das komplette Spiel mal wieder durchspielen. Zum dritten Mal dann. So. So, dann sammeln wir schnell diese roten Glockenblumen ein. Nochmal eins und jetzt fahren wir nochmal ein. Da ist nochmal eine. So, okay, die weiß-roten Hortensien gibt es unten am Strand. Let's go. Ah, da kommt mir ein kleiner Wall-E entgegen. Hm? Nee, das sind die.
Okay, und jetzt machen wir das an Goofys Werkbank am besten. Oh, da ist was vergraben. Was gibt's da? Ach, eine Nachtscherbe. Cool. Dann schauen wir mal. Nein. Machen. Sprich mit Minnie. Wo ist denn die gute? Der Pennig. Okay, du rennst da mitten auf dem Platz rum. Du bleibst definitiv nicht. So, oh, es ist perfekt, Leila. Ich hoffe, Mickey werden sie gefallen. Sein Name war die einzige Erinnerung, die ich an diesen anderen Ort hatte. Könntest du sie ihm bringen? Es ist immer noch peinlich, dass ich mich nicht an ihn erinnere. Der pennt. Oh, doch nicht. Ich glaube, er ist extra für Minnie aufgestanden. Hier. Bitteschön. Blumen von Minnie. Meine Güte, das ist wirklich nett von ihr. Sag, wie geht's ihr? Erinnert sie sich an irgendwas Neues? Sie erinnert sich an Blumen. Es gibt noch Hoffnung. Und ob es sie gibt, leider. Danke, dass du ihr hilfst. Oh, kannst du ihr für die Blumen danken? Bin ich jetzt dann zwischen euch hergeschickt? Komm einfach mal mit. Kehre zu Minnie zurück. Wollte es nicht aufheben? Haben Mickey die Blumen gefallen? Das haben sie. Oh, ich bin so froh. Die Situation ist wirklich seltsam. Ich habe das Gefühl, ich sollte ihn kennen, aber ich kenne ihn nicht. Vielleicht hilft ein Gespräch mit ihm, um das den Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Oh, das macht mich ein bisschen nervös, aber ich kann es versuchen. So, okay, Minnie hat direkt noch eine Aufgabe. Oh, ich bin so froh, dass du hier bist, Leila. Ich habe eine interessante Entdeckung gemacht. Seit ich hier bin, zieht es immer wieder an denselben Teil des Dorfes, die friedliche Wiesen. Ich habe das Gefühl, dass dort etwas nach mir ruft. Könntest du mir helfen, es herauszufinden? Das ist großartig, natürlich helfe ich dir. Danke, die Wiese macht mich glücklich. Sie fühlt sich so vertraut an. Besonders in der Nähe des Teiches. Komm, mit, ich zeig's dir. Okay. Ja. Hallo, Du, Maui. mein Fischhakenstern Da will. hinten zieht sich hin. Ich dachte, eine andere, wo du immer Picknick gemacht hast. Oh, da ist eine Angel. Dieser Ort kommt mir so bekannt vor. Leila, siehst du dieses seltsame Ding? Es flackert in die Realität hinein. Wieder heraus, genau wie du es getan hast. Sah ich etwas so aus? Ach, meine Güte. Wie hast du mich zurückgeholt? Mit einem Gerät namens Streamlight-Verstecker? Interessant. Lass uns Mickey danach fragen. Mickey. Hey, Mickey, wir haben eine schwimmende, glitzernde Angelrute gefunden. Glitzernd, So sah mich nie aus, als sie sich verirrt hatte. Oh je, wie kann ich helfen? Können wir den Trimlet-Verstecker ausleihen? Natürlich, hier, nimm ihn. Dankeschön. Ich habe einen vielen und. Okay, das ist viel. Aufheben. Habe ich jetzt die Angelrute? Ich habe ich jetzt eine bessere Angelrute. Leila, ich erinnere mich an etwas. Ich erinnere mich daran, dass ich hier mit Goofy geangelt habe. Aber nicht zum Spaß. Es war wichtig. Dann gingen wir zum Strand und. Oh, den Rest ist schwammig. Vielleicht hilft etwas am Strand, mich zu erinnern. Lass uns nachsehen. Bin am Strand eine weitere verlorene Erinnerung mit dem Dreamlight-Verstärker. Ja, da habe ich ein bisschen umgegraben. Ups. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich habe was gefunden. Das ist ein schimmernder, glitzernder Hut, okay? Das ist Donalds Hut. Ja, ich erinnere mich an Donald. Donald Duck! Ich habe für ihn Fische gefangen. Er war im Begriff, auf eine gefährliche Mission zu gehen. Also habe ich für ihn Essen eingepackt. Ich habe Donald im Wald gefunden. Der Wald? Ich erinnere mich daran. Ich bin Donald gefolgt, um ihm das Essen für seine Reise zu geben. Aber während ich ihm folgte, ist etwas mit mir passiert. Können wir zum Wald gehen? Das ist das Letzte, woran ich mich erinnere. Oh. Wollen wir vielleicht eine komplette Dorfbegehung machen? Ich durchsuche den Wald der Tapferkeit. Ja, gut. Wir finden weitere Erinnerungen. So. Einmal nach da oben.
Ah, da hinten ist was. Und es ist mit dem Paket. Ist das ein Fresspaket oder? Ich erinnere mich jetzt, Donut wollte das Vergessen bekämpfen. Ich bin gerannt und habe versucht, ihm den Proviant zu geben. Doch dann erfasste mich ein Windstoß und wirbelte mich herum. Dann war ich nicht mehr im Wald und es gab keine Farbe mehr. Ich war allein für eine lange Zeit. Es war so einsam, ich vermisste Mickey. Keuch, ich erinnere mich an Mickey. Er ist der, den ich liebe. Wie konnte ich das vergessen? Mein armer, süßer Mickey. Ich muss ihn finden. Steht hinter dir. Mickey, Mickey. Minnie. Was ist mit dir? Geht es dir nicht gut? Mir geht es wunderbar. Ich erinnere mich an alles. Erinnere mich an dich. Wirklich? Ja, du erinnerst dich. Haha, ich wusste, du würdest dich erinnern. Happy End. Ah, Minnie, warum weinst du? Seid euch sehr nahe, also eure Nasen sind schon. Ich weiß nicht, welche Verbindung ihr habt. Oh, Mickey, es tut mir leid. Ich hatte vergessen, dass ich dich liebe. Ach, Minnie, es muss dir nicht leid tun. Es ist nicht deine Schuld. Du hast es nicht vergessen. Nicht wirklich. Nicht in deinem Herzen. Der übertreibt's auch. Wir vergessen nie wirklich die Erinnerungen, die wir in unseren Herzen tragen. Oh, ist das süß. Du hast völlig recht. Oh, Mickey, ich liebe dich und ich möchte sicher gehen, dass ich das in meinem Herzen und in meinem Kopf immer in Erinnerung behalte. Mach doch ein Foto. Wir müssen unsere Erinnerungen vor dem Vergessen beschützen. Wo ist der Dreamlight-Verstärker? Ich hab den. Hier, bitteschön. Leila, meine Liebste, ist zurück. Und sie hat mir erzählt, dass du ihr dabei geholfen hast, sich zu erinnern. Ich kann dir gar nicht genug danken. Hier ist der Dreamlight-Verstärker. Wir waren gut auf. Für den Fall, dass wir ihn erneut brauchen. Ich bra habe das Gefühl, dass wir ihn wieder brauchen werden. Ich werde gut auf ihn aufpassen. Ja, das glaube ich auch. Ich kann nicht glauben, dass ich meinen geliebten, süßen Mickey vergessen habe. Er versuchte immer fröhlich zu sein, aber ich weiß, dass es ihn traurig gemacht hat. Ich konnte es in sein Gesicht sehen, auch wenn er versuchte, es zu verbergen. Danke, dass du mir geholfen hast, mich zu erinnern. Toll. Was haben wir jetzt halt alles so für Aufträge? Also, es müsste. Da komme ich ja nicht weiter. Lichtung des Vertrauens. Ja. Maui, bin ich dabei? Ja, ich muss mich mit Merlin anfreunden. Ich muss mich auf jeden Fall mit Merlin anfreunden. Mit ihr muss ich mich halt auch anfreunden. Ariel. Level 8, okay. Ja, haben wir jetzt nicht so. Ja, Mickey, warum ich dich mitgenommen habe, ich wollte noch kurz Eisen meinen. Und dann, soll das Letzte sein, was wir heute in der Folge tun. Und ich hoffe, dass es über Nacht regnet und dass hier fertig wird. Das wäre halt echt cool. Und dann morgen kümmern wir uns als nächstes darum, dass halt die Leute, die noch nicht auf 2 aufgestiegen sind, dass die halt alle auf 2 hochsteigen oder höher halt dann. Und dann holen wir uns die Lichtung des Vertrauens. Interessantes Kapitel. So. Aber wie gesagt, ich denke, dass morgen wieder ein paar Leute essen sind. Okay, Merlin läuft hier rum. Lauf hier rum. Mach das. Oh, da hinten liegt jetzt was. Pech gehabt. Und dann hoffen wir mal, dass morgen dann auch so gut vorangeht wie heute. Da hast du mir da was hinterhergeworfen. So eine Kohle hast du mir hinterhergeworfen. Bitte schieß das nicht nach da hinten. Okay. Bitte schieß das nicht nach irgendwo hin, wo ich nicht hinkomme. Okay.
Dann, oh, da haben wir noch ein bisschen Kohle. Dann gehen wir mal nach Hause, räumen unser Inventar leer. Und dann. Ja, können wir es, glaube ich, echt für heute sein lassen. Morgen sind dann alle wieder. Mit Reden kann man dann wieder was erreichen und mit weiteren dämlichen Aktionen. Und dann soll es morgen wirklich gut vorangehen, hoffentlich. So. Können wir mal schauen, ob wir Eisenbahn herstellen können. Zwei sogar. Jetzt fehlen nur noch sieben für Rufi. Okay, dann machen wir an dieser Stelle mal einen Cut. Und sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei Disney Dreamlight Valley. Bis dahin, bye.